Also ich bin natürlich nicht ganz zufrieden. Sie war eine sehr gute Gegnerin für mich. Auch das erste Mal 6 Runden war natürlich sehr gut. Meine Trainer in der Ecke haben mir nachher einen Stuhl hingestellt. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit stehen, aber war dann doch gut zu sitzen. Ne? Und ich dachte eigentlich, dass ich sie K.O. hauen kann. Ich habe immer geguckt, ob ich sie ausboxen kann. Aber ich kann euch sagen, im Ring ist es dann doch anders als an den Pratzen. Ich merke ja an den Pratzen, ich habe so viel Macht und so viel Wucht. Ne? Aber im Kampf, ich habe gesehen, sie hat schon eine blutige Nase, auch im Körper so ein bisschen Uff gemacht. So habe ich nach Punkten gewonnen. Zum Glück, das ist das Wichtigste, ich bin gesund, ich bin zufrieden und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken bei all denjenigen, die mich die ganze Zeit begleitet haben. Also ich bin ja schon viele Jahre mit dem Kampfsport verbunden und all meine Kickbox-Trainer, all meine Box-Trainer, Physiotherapeuten, Coaches. Leute, ich habe so viel Support. Und ohne die Menschen, die mich immer unterstützen würden, die immer für mich da sind, könnte ich diesen Weg nicht gehen. Und deswegen ein herzliches Dankeschön. Vor allen Dingen auch an Ismail Özil Otto, an Arthur Gregorian, an Robert Haturian, an Senat Gashi. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich auf die nächste Herausforderung, auf den nächsten Kampf und bin gespannt, wohin meine Reise geht.